Was ist denn das eigentlich für komische Musik gerade im Hintergrund? Keine Ahnung, ist auch wieder alles scheiße hier. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ist, dass ich schon bis in The End vorgedrungen bin. Das habe ich geschafft. Dafür kann man kurz... Woppa! Zu dieser... Ja... Diesem Sand... Pyramide. Das ist eine sehr steile Viereck-Pyramide. Wo? Man sieht, ich habe hier viel gegraben, weil hier das Enderportal war. Und ich habe das eben halt erst nicht gefunden und so. Das ist auch eine ganz schöne Anekdote, die könnt ihr euch euren Kindern erzählen. Also es lief eben folgendermaßen, ich habe überall lang gegraben, ich habe es nicht gefunden und so weiter. So, und dann irgendwann habe ich auf einmal so gehört, und dann wurden die Türen eingekloppt da von diesen Dungeons, die da sind. Und dann habe ich gehört, alles klar. Habe ich das versucht zu orten, bin hier lang gegangen, hier lang, und dann hier beim Lavafeld, dann hier oben lang, und hier kam ich dann langsam dahin, bin so ein bisschen lang gesprungen, ein bisschen wild herumgegraben, bin ein bisschen höher gegangen, und dann, zack, hier war das. Ich habe das hier jetzt schon ausgehöhlt und diese ganzen, ja, Mustersteine, Mosi-Mustersteine, Rissi-Mustersteine und wie sie alle heißen, habe ich hier schon abgebaut. Hier sind auch ein paar da. Hier sind ein paar da. Irgendwo war hier auch, ich glaube, ja, hier war eine Bibliothek, die habe ich auch schon fast komplett abgebaut, also so ein paar Holzplanken. Und irgendwann war noch eine Bibliothek, ich glaube, hier unten, bin mir gar nicht mehr sicher. Au! Genau, hier war auch noch eine Bibliothek, die habe ich auch schon komplett abgebaut und so. Und diese ganzen Türen habe ich auch schon abgebaut und tralala und tralalo. Also von diesem Dungeon ist nicht mehr so viel übrig. Und hier unten geht es auch noch weiter. Wo ging es denn hier nochmal hin? Ins Schwarze. Trifft ein Mann nicht ins Schwarze, ist das ganz schön schlecht für die Kuckwarze. Oder so. Wo ging es jetzt hier nochmal? Zum Enderportal. Wo ist es denn? Oh, von höher und höher und höher runterfallen. Höher und höher und höher. Und höher und höher und höher. Lass mich hoch. So. Ah, genau, hier war's. Wuhu. Ja, und da gibt's auch eine ganz lustige Geschichte zu. Ich war ja eben halt gerade dabei, so die Enderaugen reinzumachen und ich stand hier auf diesem Block drauf. Mach hier das Ender-Ding rein. Und was passiert? Ich komm... Also ich bin sofort im End. Das wollte ich gar nicht. Und dann hatte ich da... Ich hatte eben halt auch meine Eisenrüstung dabei. Oder Diamantrüstung, wie auch immer. Und auch meine Diamant-Sachen und so. Und dann... Ja, ich habe natürlich gegen den Drachen dann verloren. Und gegen diese ganzen Elements. Weil ich ja... unvorbereitet reingeplumpst bin. Und dann, ja... habe ich alle Sachen verloren. Wahrscheinlich liegen die da immer noch im... die End rum. Oh, lalalala. Hier muss man vorsichtig sein, dass man nicht runterfällt, weil wenn man von da ganz oben runterfällt, dann ist man eigentlich tot. Obwohl es mal hier runterfällt, ist man auch tot. Und unten ist sogar Schnee. Schnee auf Bedrock ist ja auch ganz selten. Nee, es gibt ja auch eine Frau, war das, glaube ich, die ist aus, ich glaube, wie viel Kilometer Höhe, ich weiß gar nicht genau, ein paar Kilometer Höhe runtergefallen. Also sie wollte Fallschirm springen. Und eben halt ihr Fallschirm ist irgendwie, keine Ahnung, kaputt gewesen oder so. Und der Ersatzfallschirm auch. Ja, Sachen gibt, die gibt's gar nicht. Und manchmal hat man einfach mal Pech. Und auf jeden Fall ist sie dann so runtergesegelt mit 250 km/h, volle Kanne auf dem Boden. Und ja, der hat zwar viele Knochen gebrochen, hat aber überlebt. Und da muss man schon sagen, das ist ja schon echt Luck. Lucky Luke. Und wunderschön. Ja, wunderschön, dass du das gemacht hast, Günther. Es gibt ja auch mal, beziehungsweise gab ja auch mal so einen Fall, da ist so eine Frau, ich glaube aus dem 50. Stock, war so in so einem Fahrstuhl drin und da sind irgendwie so die Sicherheitsseile oder so gerissen von dem Fahrstuhl. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, ich bin da nicht ganz so belesen, was Fahrstuhlmechanik angeht. Und auf jeden Fall sind da so Seile gerissen. Und aus dem 50. Stock, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Meter das sind. Rechnen wir mal, ja, der Einfachheit halber, dass ein Stockwerk 3 Meter ist. So, und
50 Stockwerke, das sind dann 50 mal 3 und das sind 150 Meter. Das heißt, in so einem Fahrstuhl 150 Meter einfach nach unten segeln und dann hart auf den Boden aufschlagen. Und sie hat das fast unverletzt überlebt. Also das ist wirklich unglaublich. Und das haben die dann auch bei den Mythbusters gecheckt. Oder mit TH Busters gecheckt, ob das so funktioniert. Ob man da dann überleben kann, wenn man kurz vor dem Aufprall auf dem Boden da, also mit diesem Fahrstuhl, ne, wenn man da auf den Boden knallt, wenn man kurz davor springt, ob man dann ja sicher ist. Hm. Hat sich herausgestellt, dass es, glaube ich, nicht ging. Aber ist schon eine Weile her, seitdem ich das gesehen habe. So ein paar Jahre. Und nicht nur gefühlte Jahre, sondern ein paar reelle Jahre. Nach dem... Ja. Nach unserem Kalender und nicht nach dem Maya-Kalender. Nee, ich wollte ja woanders lang gehen. Ich wollte euch jetzt nochmal die Monsterfalle zeigen. Moment, dafür schreibt mir mal am besten auf Easy, Easy. Ach ja, ich fahre ja auch hier mal Minecarts, weil das einfach schneller ist. Na, außer vielleicht man hat Speed-Tränke und dann... Da. Speed-Tränke ist natürlich auch voll der trashige Begriff. Yo. So, auf und davon, nach unten. So, ich glaube nicht, dass hier Monster schon großartig drin sind. Oh, hallo. Ach, ich habe natürlich hier unten jetzt kein Schwert, ne? Hm. Das ist natürlich doof. Was ich euch dafür zeigen kann, also jetzt ist so ein bisschen zum Aufbewahren, ist aber nicht sonderlich viel drin, weil ich das alles schon nach oben geräumt habe. In meinen Lagerraum, der eigentlich auch unterirdisch ist, aber die sind nicht unterirdisch miteinander verbunden. So, auf jeden Fall sind hier meine Hühner. Das geht so über 5 Etagen oder so, sind die alle so ganz, ganz eng. Wie gesagt, Peter wird sich freuen. Und hier habe ich das mal gesagt. Ah, komm, da lasse ich mal ganz wenig drin. Das Coole ist, die Hühner töten sich auch nicht gegenseitig, indem sie sich da gegenseitig ertränken oder so. Hm. Wieso ist mir auch ein Rätsel. So, ich würde jetzt gerne die Monster darin killen und da mir ein paar Sachen snacken. Ja, da rein mit dir. Auch da rein. So. Oh Gott, oh Gott. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh la 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 la. Oh lol. Mist. Das kann ich hier mal ein bisschen zeigen. Hier habe ich tonnenweise Bogenbögen. Hier habe ich auch eine schöne Map. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Ah. Ah, it looks so good. Ah, so fucking good. Okay, ja. Ich finde meine Map einfach schön. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die schönste, aber immer noch schön. So, hier sind dann auch ein paar Objekte reingelagert. Bücherregale bis zu Glasscheiben, bis zu Sandstein, bis zu Kies. Ach ne, da in der Kiste ist nichts drin, ne? Nur mal so fürs Protokoll. Jetzt geht's erstmal so runter in den Keller. Erstmal hier ganz unten hin. Für die guten alten Bücherwurm. Also ich nicht. Ist es da ein Loch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, hier sind halt mal auf diese. Hier, die fetten Boxen, die da eben halt oben mit diesen Melonen verbunden sind. Und wie gesagt, wenn die Melonen abgeerntet werden, automatisch, dann kommt hier das Signal. Einmal dies. Und das auf allen Dingern hier drauf. Und dann, ja, ist ganz lustig. Ja, hier sind auch ein paar Sachen drin. Hier ein paar Nether-Sachen. Da ein paar Monster-Drops. Ich habe auch 11 Enderperlen. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber. Die benutzt zur Fortbewegung. Was eigentlich ziemlich cool ist. So, hier ist eben halt Holz-Sachen. Hier ist gar nichts drin. Keine Ahnung, was da früher mal drin war. Ich glaube, Erde war da drin. Aber die ist mittlerweile ins Lagerhaus abgeliefert. Hier ist noch Gold und Diamant. 20 Stück. Gar nicht so wenig. Hier sind noch ein paar, ich glaube, Pflanzen oder so. Und Apples. Hey, Apple! Dann hier noch ein paar Steinsachen. So. Und hier gar nichts mehr drin. Und hier waren hier die Nether-Sachen. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier hätte ich früher mal das hier so ein bisschen tiefer gelegt und da meine Hunde drinne. Aber das Problem war, es war eben halt so. Also man darf sich die Situation vorstellen, ich stand hier und davor war eben halt alles noch hier so umzäunt, hier einmal so rum. So dass ich eigentlich relativ sicher war und hier vorne auch eine Holzdruckplatte hatte. So, ich gehe in mein Haus rein, tralala, also so, ne, rein. Und ja, hab kurz meine Hunde angeguckt, wollte eigentlich hier
gerade die Leiter runtergehen, um irgendwas da einzulagern, weil ich da noch nicht das Lagerhaus hatte. Und dann kommt mir hier einmal so ein Creeper, der hat sich irgendwie durch den Zaun da durchgeschlichen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und dann ist hier lang gegangen und die Tür ist natürlich aufgegangen, weil er da auf der Holzplatte stand. Geht hier so hin. Ich merke das natürlich nicht. Ich bin gerade hier so am runtergehen. Weil man macht's. Ich so, scheiße, bam, alles explodiert. Meine Hunde sind gestorben und seitdem habe ich leider auch keine neuen Hunde gefunden. Aber auch noch nicht so wirklich gesucht. Sollte ich vielleicht mal irgendwann mal wieder machen. Damit ich ein paar Hundis habe. Mamma mia. So, hier ist so eine Art Küche. Auch hier mit extra Eingang und so. Hier ist immer ein Crafting Table. Ein schöner Ofen. Und hier so ein paar random Objekte. Wie 64 TNT. Die nehme ich mir mal mit. Mal. Können wir mal am Ende des letzten Shows hochjagen. So, ja. Und dann hier ist so ein kleiner Teko oder so ein... Ja, so ein Abstelltisch, wo man immer so Essen drauf tun kann. Und hier ist so eine kleine Abgrenzung noch, damit das so in Räume unterteilt ist, aber nicht so strikt mit Wänden und so. Sondern eher, ja, symbolisch. Mehr so Sinnabschnitte. Hier kann man sich noch hinsetzen und weil ich ja hier alleine bin, habe ich auch nur einen Sitz. Dann kann man dann nom 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 essen. Habe ich eigentlich noch auf easy, ja. Also lasse ich mal erstmal. Ich nehme mir erstmal meine Ausrüstung. Nicht mehr die ganzen wichtigen Objekte. Die Steine brauche ich gerade nicht. Moment, ich kann mir das gerade hier anordnen noch. Ich habe das hier auch immer so angeordnet wie in meinem Let's Play. Das ist alles ganz klassisch, ganz Standard. Das kommt da oben hin. Fleisch. Und Axt und Schaufel und Schwert ist fast kaputt. Da sollte ich mal so ein bisschen neue machen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, wo gehen wir jetzt in Qual der Wahl? Wir können ja mal in den Nether gehen. Ich kann die Kiste nicht öffnen, wenn ich im Portal stehe. Wie doof ist das denn? Der Nether! Schaut ihn euch an! Zerstörung! Ja, wie man sieht, die Welt baut sich auf. Wie man sieht, sieht man nichts. Hier habe ich so einen kleinen Aufweg gemacht. Und hier so einen kleinen... Ja... Kasten, Blockhaus mit hier oben ganz, ganz viel Lightstone, weil ich voll der Lichtjunkie bin. Ich inhaliere das immer. Auf jeden Fall geht es ja rein zu den ganzen Netherwarzen. Und hier kann man auch zuschließen, damit kein Gas irgendwie hier so reinschießt oder so. Ich könnte auch eine Holztür benutzen, aber ich dachte mir, Eisentür, ja, das passt so besser ins Gebäude und in den Nether und so weiter. Ich war Schweini. Hm? High Five, Schwert, voll ins Gesicht. Na, lieber nicht. Der hat mir zu viel Freunde. Und dann werde ich ja hier noch gegangbangt oder irgendwie sowas. Man weiß ja nicht. Und ich gehe jetzt zur Nether-Festung. Da war ich auch schon lange nicht mehr, gebe ich mal zu. Ist ja auch wirklich schlimm, lange nicht mehr bei einer Nether-Festung zu sein. Bei einer Leather-Festung von einem Leatherface. So, hier ist eine der beiden, die ich gefunden habe. Und was ist das denn hier? Feuerslime. Ah, hatte ich vorher fast noch nie. Droppen die eigentlich irgendwas Spezielles? Weiß ich gar nicht. So, und hier habe ich eben halt ein bisschen Netherrack gefarmt für meinen Alchemiestand in der normalen Welt. Ja, und hier habe ich mich halt so ein bisschen umerkundet. Hier habe ich auch ein bisschen was abgefarmt. Und tralala und trilalo. Ja, hier geht es halt so lang ein bisschen. Ne, ist halt ganz normal Netherfestung. Und wie gesagt, meine Versprecher sind heute wieder mal ganz, ganz, ja, quantitativ hochwertig. Also nicht hochwertig, sondern oft einfach nur. So, hier ist ja das ganze Weg, einfach mal darüber. Wir sind ja bisher noch nie gestorben in diesem Let's Show, dann können wir das nochmal machen.